Guten Abend, ihr Lieben. Willkommen zu dieser Legung. Warum ist er gegangen? Das werde ich mir jetzt hier mit dem Licht- und Schattentarot anschauen. Lehn dich zurück. Du musst nichts tun, du musst nichts auswählen. Es ist eine allgemeine Kartenlegung auf YouTube. Bitte beachtet das, bedenkt das immer und macht nichts passend, was nicht zu euch passt. Für alle Männer, die mir zusehen, ich deute die Karten aus der Sicht einer Frau, welche auf einen Mann schaut. Du darfst dir meine Botschaften so umdrehen, dass sie für dich passen. Aus er wird sie, aus einem König wird eine Königin und so weiter. Ich denke, ihr habt da Übung drin, weil ja viele einfach so deuten wie ich. Und ja, ich habe auch noch eine kurze Info in eigener Sache. Ich biete aktuell wieder private Kartenlegungen an. Wenn du eine haben möchtest, wenn du dir eine Legung bei mir wünschst, klicke hierzu gerne auf die Kanalinformation oder eben auf die Infobox unterhalb des Videos. Und dann schauen wir, warum ist er gegangen? Ich werde den Mann beschreiben, auf den wir hier schauen, kurz mit ein paar Sätzen, damit du für dich herausfinden kannst, ob das deine Legung sein kann. Dann werde ich drei Botschaften ziehen und eine Karte. Wie es potenziell zwischen euch weitergehen kann. Also womit darfst du rechnen in naher Zukunft? Ups. Okay, ihr Lieben. Eine Karte, die den Mann beschreibt. Drei Aussagen von ihm, warum er gegangen ist. Und eine Karte, wie es möglicherweise potenziell weitergeht. Der Teufel liegt unter dem Deck. Okay. Warum ist er gegangen? Langeweile. Eine nicht erfüllende Situation. Vielleicht warst du, kommt mir hier herein, zu aktiv, du hast zu viel gegeben. Die Spannung war raus, man hat sich andere Dinge erhofft. Auf jeden Fall war das, was er mit dir hatte, für diesen Mann ja einfach nicht mehr so erfüllend. Möglicherweise hast du hier Veränderungen gewünscht, das auch ausgesprochen. Viele Männer mögen keine Veränderung, wie wir alle wissen. Und es ist tatsächlich so, dass viele Männer, der Richtige wird es nicht tun, das kann ich dir auch gleich mit auf den Weg geben, die Biege machen. Wenn wir Frauen zu viel fordern, wenn es zu langweilig ist, wenn die Leichtigkeit so ein bisschen flöten geht und vielleicht habt ihr euch hier einfach in unterschiedliche Richtungen entwickelt oder aber du hast im Laufe eurer Verbindung festgestellt, dass es das ein oder andere Thema gibt, die ein oder andere Verhaltensweise, die dir nicht gefällt und hast hier einfach um Veränderung gebeten und das war dem Guten hier zu anstrengend. Okay, warum ist er gegangen? Nun ja, wir haben hier zwei Möglichkeiten. Entweder, weil du als Königin der Münzen hier einfach sehr stark deinen Weg, deinen Fokus verfolgt hast. Das passt auch zu dem, was ich gerade eben gesagt habe. Ich glaube, du weißt, wer du bist, du weißt, was du möchtest. Du hast hier deine Visionen, deine Ziele, deine Werte, deine Pläne für dein Leben. Du hast dein Leben feste in der Hand und du hast Prinzipien. Und wer da nicht mitspielt,
der wird darum gebeten, doch mit dir gemeinsam entweder daran zu arbeiten oder sich zu verändern. Möglicherweise, das ist das, was ich ja hier gerade gesagt habe, war das einfach zu viel für ihn. Die andere Alternative ist, dass es hier eine andere Frau gibt. Und zwar eine Frau, die er mit der mehr Leichtigkeit verbindet. Ich bleibe aber hier eher dabei, dass er sich von dir diese Leichtigkeit gewünscht hätte in der Vergangenheit und dass hier einfach zu viele Forderungen, zu viel Ernsthaftigkeit war und dass so dieser leichte Ton, die leichte Note in eurer Partnerschaft gefehlt hat. Ja. Vielleicht schaust du hier auch auf einen Mann, der generell eine andere Vorstellung einer Beziehung hat. Ich nehme hier wahr, dass du dir sehr stark diese Stabilität, diese Familie, klassische Partnerschaftsfamiliensituation mit ihm gewünscht hättest. Du siehst es hier: Kinder, Hund, ein schönes Zuhause. Uns geht's gut. Wir verreisen, wir planen unser Leben miteinander. Du bist sehr münzlastig, ne? So erscheinst du hier. Und ich glaube einfach, dass er einfach noch Spiel und Spaß im Leben haben wollte. Ja, Spiel und Spaß. Noch eine Möglichkeit einer weiteren Dame, die sich hier auftut. Aber auch einfach wieder die Möglichkeit der Leichtigkeit, die hier gefehlt hat, des Ausgehens, der Freizeitgestaltung. Ich möchte mich treffen, ich möchte mich verabreden. Und ich blicke irgendwie so ein bisschen traurig auf die Zeiten zurück. Das war mal anders. Und den Eindruck habe ich hier auch. Es war mal anders zwischen euch. Und irgendwie kommt mir hier sehr stark die Vision, dass ihr euch in unterschiedliche Richtungen entwickelt habt und dass dieser Mann, auf den du hier schaust, gerne wieder so dieser, ja, der wäre gerne wieder so flirty und leicht und leidenschaftlich. Und der Ritter der Stäbe passt nicht zu den 10 der Münzen, ihr Lieben. Das ist eine ganz, ganz andere Energie. Das ist nämlich die Energie von: Kommst du heute nicht, kommst du morgen. Ich bin auch für eine lockere Verbindung zu haben, für eine lockere Affäre zu haben. Ich möchte mich nicht binden. Ich möchte keine Verpflichtung. Ich scheue auch Verpflichtungen. Ich mag das nicht. Mir ist das alles zu viel, zu eng. Ich brauche Weite. Ich brauche Freiheit. Und ich möchte alles entscheiden können, so wie es für mich am besten ist. Ja, und ich glaube, hier hat man einfach keine Zukunftsperspektive mit dir gesehen. Keine Zukunftsperspektive. Und wieder die 7 der Kelche. Vielleicht hat dieser Mann auch einfach mehrere Optionen, mehrere Wahlmöglichkeiten im Leben und möchte hier was ausprobieren. Oder es gab vielleicht sogar eine Möglichkeit, die für ihn attraktiver war, wo es ihn hingezogen hat, wo er einfach dieses Gefühl von Freiheit, von ich kann mich bewegen, ich kann wieder rausgehen. Ich glaube, das ist hier ein ganz, ganz großes Thema. Hier schauen wir auf einen Mann, der überhaupt keine Lust hat, sich mit den ernsthaften Themen einer Beziehung auseinanderzusetzen. Und ich glaube, hier tickt ihr beide sehr, sehr unterschiedlich. Was für ein Potenzial habt ihr in der Zukunft zusammen? Okay, der Turm. Ich glaube tatsächlich, ich beende Legungen nur sehr ungerne so und ich werde den Turm auch nicht klären. Ja, dass es so ein unwiderrufliches Ende für ihn auch ist. Hier hat man seine Entscheidung getroffen und zwar für ein Leben in Leichtigkeit. Und man hat hier für sich entschieden, dass das, was mit dir war, gelebt wurde, ja, einfach zum Einsturz gekommen ist und auch nicht wieder aufgebaut werden soll. Keine schöne Legung, aber auch das gibt es leider manchmal.
Ich hoffe, dass ich der einen oder anderen trotzdem ein wenig helfen konnte, dass ihr hier ein bisschen Inspiration bekommen habt. Und Mädels, haltet den Kopf oben, richtet euer Krönchen und ja, euer passender Herrscher, euer passender König der Münzen, der wird in euer Leben kommen. Und es muss nicht immer alles passend gemacht werden, was eigentlich gar nicht passend ist. Fühlt euch umarmt und danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal.